und sage, ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung Webinar in 2019 und natürlich an der Stelle wieder mit Jens Glatt. Freue mich sehr, dass wir die kleine Webinarreihe fortfahren können. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt an den Jens übergebe, weil gibt ja doch einiges zu erzählen nach gestern, nach dem historischen Tag eigentlich. Einmal den Risikohinweis. Wie immer ist diese Veranstaltung oder dient diese Veranstaltung nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Okay, dann guten Morgen nochmal, Jens, und übergebe jetzt gerne den Bildschirm und bin gespannt, was du heute zu sagen hast. Ja, so, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, ich bin auch gespannt, was ich jetzt gleich so zu erzählen habe. Wir werden uns natürlich in der Nachbetrachtung jetzt dem Brexit-Votum von gestern eben widmen. Und ich muss sagen, es ist ja jetzt wenig überraschend eigentlich, was bei rausgekommen ist, dass Theresa May damit mit Glanz und Gloria scheitern wird. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so überraschend gekommen, ja, wenn man sich vor Augen führt, dass eigentlich das sich schon im Dezember abgezeichnet hat. Wir hatten ja schon eine erste Abstimmung diesbezüglich im britischen Parlament anberaumt für den, wenn ich jetzt mich recht entsinne, 10.12., glaube ich, war es. Und die wurde ja dann abgesagt beziehungsweise verlegt. Man hat das in der Nachbetrachtung ganz deutlich eigentlich auch ausmachen können, was der Grund für dieses Verschieben war. Man hat nämlich gesagt, Theresa May wird hier dieses Votum nicht gewinnen können. Und es geht um den Deal, den sie ausgehandelt hat mit der EU und schon bereits am 25.11. eben. So, und ja, jetzt ist gestern eben dann das eingetreten, was eigentlich schon alle wie sagt man, Vögel von den Dächern gezwitschert haben, nämlich, dass sie dort scheitern wird. Allerdings, wie sie gescheitert ist, das ist etwas, das ist äußerst interessant. Es gab ja zwischenzeitlich immer mal wieder so eine Kommunikation, wonach 100 Stimmen Unterschied bei dieser Abstimmung so oder weniger als 100 Stimmen, die halt für beziehungsweise dagegen stimmen, dann oder der Überhang der dagegen Stimmenden, dass das etwas Positives wäre. Wir waren gestern bei 230. Das war die mit Abstand größte Differenz zwischen Nein zu Ja-Sagern, die ein britischer Premier jemals im britischen Parlament sich gegenüber gesehen hat. Und was die Nachricht dessen ist, ist relativ einfach. Es kommuniziert, es gibt offensichtlich ein großes, großes Problem zwischen der EU und den Vorstellungen der EU und Großbritannien. Und jetzt wird es interessant. Die Aktienmärkte reagierten darauf einigermaßen verhalten. Der DAX war jetzt nicht spektakulär. Was spektakulär war, war diese Mega-Rallye, die plötzlich im Pfund Sterling angesetzt hat. Euro-US-Dollar konnte gestern auch nach diversen Kommentaren von Mario Draghi zurück über die 1,14 laufen. Und wir werden uns in Folge natürlich dann so ein bisschen auseinandersetzen und die Frage stellen, wie das jetzt zu interpretieren ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten es da gibt. Ich will zunächst vorab aber auch ganz vorbildlich hier einen Risk-Disclaimer zeigen und nochmal genau das nämlich hier sagen, was der Nelson gerade auch gesagt hat, nämlich dass all das hier, was wir kommunizieren, eben zu Schulungszwecken dient und der Information. Wir werden nichtsdestotrotz auch einen kleinen Live-Trade aufsetzen, rein technisch basierten Open-Range-Ansatz im DAX auf der Long-Seite. Das kann ich jetzt auch sagen. Ich muss in dem Zusammenhang jetzt mich ein bisschen sputen, dass ich nämlich die Order hier gleich eingesetzt bekomme. Auch nochmal im Zusammenhang mit dem Buch, wir haben es die letzten Male schon gemacht, will ich auch diesmal die Chance nutzen, ganz kurz zu sagen, seit dem 3.12. gibt es ein zweites Buch von mir, nämlich Trader heißt das. Und ich habe bis jetzt schon auf Amazon einige sehr, sehr nette Rezensionen für dieses Buch erhalten. Und interessanterweise haben diese Leute alle aufgegriffen, was ich mir erhofft hatte, nämlich dass sich das schön flüssig liest und dergleichen. Haben interessanterweise darauf verwiesen, dass die 10 Punkte, die ich am Ende zusammengefasst habe, die man aus dem Buch mitnehmen sollte, eine super Sache wären und das Ganze einfach abrunden. Und das freut mich erstens natürlich riesig, positive Rezensionen, positives Feedback zu bekommen. Und vor allem freut mich aber auch, dass ich genau das offensichtlich, zumindest bei den ersten, geschafft habe, auf den Weg zu bringen, was ich mir erhofft hatte, als ich dieses Buch dann beim FBV in Druck gegeben habe.
Und alle Informationen zum Buch finden sich auf der Webseite. Zum Buch selbst, Thema Monte Carlo Simulation, Trading psychologisches Profil und dergleichen, trader-dasbuch.de. Und sehr gerne einfach mal draufschauen. Da gibt es auch den Button dann direkt zu Amazon, über die man das Buch dann ordern könnte, falls man Interesse daran haben sollte. Und das soll es in puncto Eigenwerbung gewesen sein. Ich habe jetzt hier den Markt oder beziehungsweise das schon vorbereitet für die Open Range. Das Hoch der Range liegt bei 48, richtig? Nee, bei 47. Es ist die 47. Okay, jetzt habe ich gerade hier den Punkt verändert. Und das Setup, das steht schon bereits. Ich werde das gleich alles hier nochmal genauestens darlegen, ja, wo jetzt diese einzelnen Zahlen herkommen, was da für ein Setup hintersteht und dergleichen. Wir können dann auch gerne mal tatsächlich auf die Buchwebseite gehen. Dann haben wir vielleicht mal eine Idee davon, wie man mit dem zumal dort verfügbaren Monte Carlo Simulator arbeiten kann. Die Strategie, übrigens, die wir hier fahren, die habe ich auch als eine der Basisstrategien im Buch mit aufgenommen. Es geht jetzt dabei nicht darum, das ist mir immer ganz wichtig noch herauszustellen, Performance zu bolzen. Also sprich, hier den Fokus drauf zu legen, möglichst viel Geld zu verdienen. Das hört sich jetzt im ersten Moment komisch an. Trader gucken doch eigentlich normalerweise da drauf, möglichst viel Geld zu verdienen. Und dem ist auch im Falle dieser Strategie tatsächlich so. Also diese Strategie ist nachweislich profitabel über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Worum es aber tatsächlich hauptsächlich geht, also sowohl in den von mir kommunizierten Lehrinhalten, als eben beispielsweise auch die Motivation hinter dem Buch, die dahinter steht, ist eben tatsächlich zu zeigen, was brauche ich, was gilt es zu berücksichtigen, um eine profitable Handelsstrategie für mich selber zu formulieren. Ich habe gestern ein unglaublich tolles Zitat eben tatsächlich gelesen. Das kommt mir jetzt gerade eben so in den Kopf. Und deswegen habe ich es natürlich nicht vorbereitet, aber das ist ein Zitat gewesen von einem der Magier der Märkte, Ed Sekota. Magier der Märkte ist eine Buchserie von einem Autor namens Jack Schwager, die ich jedem ans Herz lege, muss man gelesen haben als Trader. Und das Spannende in dieser Konstellation ist eben tatsächlich, dass dieses Interview mit Schwager eines der meiner Meinung nach besten eben tatsächlich ist, welches in der gesamten Serie hier erschienen ist. Ist unglaublich tiefgehend, hat teilweise fast schon so ein bisschen philosophischen Charakter und so wie es sein muss, hat sich jetzt gerade hier auf dem Parallelbildschirm gerade eben mein Rechner, nicht der Rechner aufgehangen, aber zumindest mal der Browser aufgehangen. Gut, also ich hoffe, dass man mich auf jeden Fall weiter versteht. Ich werde jetzt einfach weiterreden. Ich kann das Zitat jetzt, es ist kein Zitat, sondern ich gebe mal wieder, was in dem Zitat drin steht. Und zwar sagt Sekota dort, dass Trader, die eben einen Handelsansatz fahren, der nicht mit ihrer Persönlichkeit korrespondiert, sehr, sehr große Schwierigkeiten haben werden, den Trading-Ansatz innewohnenden Regeln zu folgen. Das ist ganz interessant. Also wenn wir uns gleich hier die Grundlogik hinter diesem Open-Range-Ansatz anschauen, dann wird man sehen, dass das nicht besonders kompliziert ist, diesen tatsächlich umzusetzen. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Wir definieren einfach eine Range in einem vorher festgelegten Zeitfenster. 8 bis 9:05 ist es in meinem Fall. Wir gucken uns dazu dann einen gleitenden Durchschnitt an. Das ist hier dieser Exponential Moving Average. 50 auf 5-Minuten Basis und sagen einfach, ganz einfach, wenn wir diese Range definiert haben, traden wir drüber, traden wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, traden wir drunter, handeln wir unterhalb dieses EMAs, dann handeln wir nur Ausbrüche auf der Unterseite. Anders formuliert, wird jetzt hier gerade eben ein Trade generiert? Nein, wird es nicht. Ja, also in der Tat ist es nämlich so, also dieser Ausbruch, der jetzt hier gerade stattgefunden hat, keinen Short-Trade nach sich zieht. Interessanterweise ist es tatsächlich so, ich muss mal jetzt ganz kurz was schauen übrigens, einen Augenblick, ich bin gleich da. Okay, interessant. Interessanterweise ist es nämlich tatsächlich so, dass dieser Ausbruch jetzt hier auf der Unterseite eigentlich einen Short Trade nach sich ziehen würde, ja, weil wir nämlich jetzt in dieser Kerze unterhalb des 50er EMAs geschlossen haben. Wir wollen jetzt aber nicht zu pathologisch werden. Also worum es mir hauptsächlich geht, ist einfach nur aufzuzeigen, es sind drei Schritte, denen ich hier folge. Die sind einfach duplizierbar. Die sind tatsächlich sogar ähnlich einfach duplizierbar, wie zum Beispiel, das ist mal so ein Lieblingsbeispiel, was ich gerne da in diesem Zusammenhang auch nenne, was ebenfalls genau in dieselbe Kerbe schlägt, des Zitats von Sekota. Zwischenzeitlich hat sie jetzt übrigens hier die Seite auch aufgebaut und es dauert nur noch wenige Minuten gefühlt, bis ich dann endlich dieses Zitat hier präsentieren kann. Beziehungsweise, das mal ganz kurz
ausschneide. So. Dum, 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 dum. So, da ist dann auch die Quelle übrigens, die kann man dort sehen. Also diese Facebook-Community, die heißt Trading Legends. So, und da ist das Zitat. Also, I don't think traders can follow rules for very long unless they reflect their own trading style. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, ich denke nicht, dass Trader Regeln folgen können, zumindest nicht sehr lange Regeln folgen können, die nicht ihren eigenen Trading-Stil eben widerspiegeln. Und ich glaube, diese Aussage, der wohnt eine unfassbare Wahrheit inne, denn Fakt ist einfach mal, dieser, wie gesagt, Open-Range-Ansatz, der lässt sich ganz einfach duplizieren. Das ist gerne von mir auch ins Feld geführte Beispiel, sind immer die Turtle-Trader, die dort 20 Tage hoch, 20 Tage tief in den Chart gelegt haben. Oder beziehungsweise dann ist in dem Fall das System war, was Richard Dennis und William Eckert ihren Studenten an die Hand gegeben haben in ihrem Experiment, erfolgreiche Trader zu züchten, dass man sagt, man kauft den Bruch über das nächste oder auf das nächste 20 Tage hoch, verkaufe den Bruch auf das nächste 20 Tage tief, setze den Stop entsprechend der jeweiligen Handelslogik, ausgehend von der Volatilität, wenn ich mich nicht recht täusche, war es. Und dann handelt man einfach dieses System. In Zeiten von starken Trendmärkten ist es ein sehr, sehr vielversprechendes System in der Tat. Und hat einige der Turtle Trader, die diesen Regeln rigoros gefolgt sind, zu Millionären gemacht. Aber die Mehrzahl in der Tat haben es nicht geschafft. Also mit dem System Geld zu verdienen, folglich auch keine Millionen und dergleichen zu verdienen, folglich nicht in den Olymp der erfolgreichen Trader aufgenommen zu werden, heute Bücher veröffentlichen können, wie zum Beispiel Curtis Faith ist zum Beispiel, der hat auch ein Buch veröffentlicht, das muss man auch einfach mal googeln. Und jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang ganz interessant, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wieso, was, woran scheitert es denn, dass man diesen Regeln nicht folgen kann? Und also wenn sie doch so einfach sind. Und genau das ist eine mentale Sache. Das hat was mit Vertrauen in den Handelsansatz zu tun. Und unterstreicht auch zum Beispiel, weswegen es sein kann, dass man jetzt hier sich die Aufzeichnung vielleicht anschaut oder gerade im Webinar dabei ist und sich das anguckt und sagt, das hört sich ja ganz interessant an, aber sorry, ich kann das nicht traden, das ist mir zu trivial oder welchen Grund auch immer man für sich findet, diesen Ansatz jetzt nicht zu handeln. Es lässt sich zeigen, dass dieser Ansatz profitabel ist. Es ist über einen längeren Zeitraum, dass man das auf einzelne Märkte anwenden kann, seien es jetzt US-Aktienindizes, zum Beispiel S&P, seien es zum Beispiel auch Devisenmärkte, Euro-US-Dollar, Pfund-US-Dollar, Euro-Yen zum Beispiel und so weiter. Aber das Interessante ist, dass es einfach vielen unglaublich schwerfällt, diesem einfachen Regelwerk zu folgen. Und das Interessante halt bei solchen Open-Range-Ansätzen ist eben tatsächlich auch, sie erfordern eine unfassbare mentale Stärke, resultierend aus der Tatsache, dass eben die Trefferquote mittlerweile in dem Bereich um eben die 45% ungefähr gesunken ist, über einen längeren Zeitraum. Es kann Serien geben und das lässt sich dann mit solchen Monte-Carlo-Simulationen zeigen. Ich mach mal kurz Folgendes. Also auf die Webseite von mir kommen wir gleich. Da werden wir auf die Analyse eingehen müssen zum Brexit eben tatsächlich. Das ist die Webseite zu dem Buch, die ich gerade schon erwähnt hatte. Und hier gibt es die Monte-Carlo-Simulation. Was ich jetzt mal kurz zeigen möchte ist, das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit, eben tatsächlich seinen Handelsansatz mal zu simulieren. Was kann ich für die Zukunft erwarten? Das ist natürlich aus trading-psychologischer Sicht extrem wichtig. Wir haben mit Unsicherheit im Trading zu kämpfen. Mit einem unfassbar abstrakten Umfeld haben wir es zu tun. Besonders Trading-Anfänger, die finden sich in einer regelrecht schon hoffnungslosen Situation wieder, wenn sie mit dem Trading beginnen. Irgendwo mal aufs Trading aufmerksam geworden, Handelsplattform runtergeladen und sitzen dann vor dem Rechner und stellen sich logischerweise, so wie viele andere auch, die Frage, ja, was ist denn bitte so schwer daran, unten zu kaufen und oben zu verkaufen oder umgekehrt? Und das Interessante ist, dass sobald sie in einem Trade sind, jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Risiko-Money-Management-Berücksichtigungen und dergleichen, dass sie einfach mit einer Situation sich konfrontiert sind, die in dieser Form so noch nie in ihrem Leben aufgetreten ist. Es ist 100%ig abstrakt. Und normalerweise reagiert der Mensch ja auf eine Situation, die er nicht kennt, indem er Parallelen zieht zu Ereignissen, die schon mal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also, ich weiß nicht, es fällt mir just in dem Moment kein Beispiel ein, außer eins, wo ich jetzt nicht denke, dass es so ein dramatisches Beispiel ist, was es eben aufzeigt. Nehmen wir einen Familienvater, der einen Sohn hat oder zwei Söhne hat. Ja? Der erste Sohn, der ist vielleicht 3, der andere ist gerade neu geboren. Und obwohl, das passt ganz gut. Ehrlich gesagt, ist das ein cooles Beispiel. Also, und als das erste Kind, als der erste, der jetzt 3-jährige Sohn geboren ist,
Da war alles nicht nur ganz neu, sondern man hat sich auch als Vater in diversen Situationen vielleicht überfordert gefühlt einfach. Sei es Windelwechsel alleine, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Aufgabe, die es gibt, oder sei es vielleicht, das Kind auf den Arm zu nehmen, in den Schlaf zu wiegen, ja, vielleicht der Frau abends mal zuzugestehen, Schatz, geh doch, weiß ich nicht, zum Sport oder keine Ahnung, ja, und ich mache den Kleinen ins Bett. Und das war, das wurde mit der Zeit dann ein normaler Prozess vielleicht, aber nichtsdestotrotz war es doch zu Beginn eine Situation, die man in der Form natürlich noch nicht kannte, weil wie oft war man vorher schon Vater? So, und jetzt fängt man natürlich an, dann eben aus Erfahrung zu schöpfen, aus der Vergangenheit. Also das heißt zum Beispiel einer Situation, es ist nicht besonders förderlich, wenn ich jetzt total aufgeregt bin, weil auch wenn wir beide miteinander noch nicht kommunizieren können, also der Kleine und ich, dann heißt es aber nichtsdestotrotz ja nicht, dass der nicht merkt, wenn ich aufgeregt bin, vielleicht mit der Situation überfordert ist. Und das überträgt sich natürlich dann auf ihn und er wird ebenfalls emotional und aufgeregt. Das heißt also, ich mache etwas, was ich früher auch zum Beispiel im Job vielleicht schon gelernt habe, in einer Managementposition oder sonst dergleichen. Ich bleibe einfach ruhig, denn das ist die einzige Möglichkeit, um die Situation möglichst neutral zu halten, so nennen wir es mal. So. Und dann funktioniert alles und alles ist bestens. So, und dann wird der Zweite geboren und da ist es dann normal, ja, also du ziehst so, oder du hast, erkennst, es hat schon mal funktioniert und du greifst auf die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen zurück und bleibst in der Situation dann entsprechend ruhig, du gehst eben auf das Kind ein, denkst dir vielleicht, okay, das hat damals gut funktioniert, Kopf streicheln von mir, was weiß ich was, und das führt dazu, dass der Kleine nochmal ruhiger wird und dann schläft er ein und alles ist bestens und alles ist gut. So, jetzt zurück zum Trading. Das Gleiche gilt natürlich im Trading, nur das Problem ist, du hast keine Möglichkeit von diesem abstrakten Etwas hier, nämlich diesen, und jetzt müssen wir tatsächlich hier auch die Open Range anpassen. Ich muss übrigens nochmal kurz einen Blick hier werfen. Interessant. Okay. Also, es ist nämlich tatsächlich so, dass wir jetzt hier in dieser Konstellation eben konfrontiert sind mit Balken, ja, mit Candles, mit Kerzen und ausgehend von diesen versuchen eben in irgendeiner Form Rückschlüsse darauf zu ziehen, was wohl in irgendeiner Form passiert. Aber wir schauen da jetzt jeden Tag drauf und für uns ist, oder für mich ist das zumindest jetzt nichts Neues, aber für jemanden, der sich ganz neu mit der Materie auseinandersetzt, ist das eben in der Tat ein komplett neues Konstrukt. Und etwas, was er in der Form vorher noch nie gesehen hat. Und in der Situation hast du nicht die Möglichkeit, auf ehemalige Erfahrungen zurückzugreifen. Und dann tendierst du eben dazu, besonders auch wenn du nicht weißt, was dich erwarten soll, tendierst du eben dazu, etwas zu machen. Das nennt man in der Psychologie kognitiv verzerren. Das heißt also etwas anders. Du fängst dann an, basierend auf irgendwelchen Daumenregeln, Wahrscheinlichkeiten zu formulieren, dass dieses oder jenes eintritt. Und es lässt sich dann zeigen, und das haben Kahneman und Tversky in ihrem Buch Schnelles Denken, also Kahneman in seinem Buch, so muss ich das nennen, Schnelles Denken, Langsames Denken, beziehungsweise Kahneman und Tversky gemeinsam in ihren Ausarbeitungen dann in den 60er, 70er Jahren gezeigt, dass das einfach mal systematisch falsche Einschätzungen der gegebenen Wahrscheinlichkeiten sind, die dann natürlich im Trading wiederum dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, die erwartungswerttechnisch negativ sind, also unprofitabel, also du verlierst Geld unterm Strich, um es mal ganz plump zu formulieren. So, warum thematisiere ich das alles? Nun, das zeigt auf, wo hier der Kern der Aussage zu finden ist von Sekota, der sagt, naja, du musst dich ganz besonders selber gut kennen, um eben in der Lage zu sein, diese Regeln auch zu befolgen. Also nochmal anders. Ich wollte das gerade hier zeigen mit der Monte-Carlo-Simulation. Gehen wir mal von einem Handelskonto aus, Startkapital 10.000 Euro und wir simulieren das Ganze mal über 500 Trades. Wenn wir von 250 Handelstagen ausgehen, simulieren wir hier einfach jetzt mal einen Ansatz mit bestimmten Parametern gegeben über 2 Jahre. Ja, wir haben eine Gewinnchance, ich sagte gerade 45% im Zusammenhang mit der Open Range und dann haben wir 15 Simulationsdurchläufe, das heißt also, wir zeichnen 15 verschiedene Kurven. Wir könnten auch 25 zeichnen, wir lassen aber 15, dann haben wir einfach die Möglichkeit, die Kurven besser zu identifizieren und haben nicht einen bunten Eimer Knete oder einen Eimer bunte Knete eben hier mit lauter bunten Linien. So, dann haben wir ein Payoff Ratio, 1,6 zu 1, das ist schon recht proper, ehrlich gesagt, machen wir mal 1,5 zu 1. Das ist das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlicher Verlust. Und das Risiko pro Trade lassen wir mal mit 1% eben tatsächlich gegeben. Und jetzt können wir die Simulation starten.
und erhalten eben verschiedene Kapitalauszahlungen, die sich anpassen, je nachdem, wie oft wir diese Simulation eben tatsächlich laufen lassen. Also wir sehen, die Kurven sehen unterschiedlich aus, weil was diese Monte-Carlo-Simulation jetzt in dem Fall macht, das ist eine sogenannte Bernoulli-verteilte Monte-Carlo-Simulation, die weist einfach einem Gewinntrade eine 1 zu und einem Verlusttrade eine 0 und die ordnet die Einsen und Nullen einfach unterschiedlich an und dadurch entstehen eben unterschiedliche Auszahlungskurven, also beziehungsweise Kapitalkurven. So, worum es mir jetzt hauptsächlich geht, ist tatsächlich mal, nicht auf den maximalen Drawdown zu verweisen, der zum Beispiel hier noch verhältnismäßig moderat ausfällt mit nur 23,7%. Tatsächlich ist es möglich, bei dieser Gewinnchance eben auch hier Drawdowns von über 30% zu sehen, was wiederum bedeutet, das ist auch eine Möglichkeit anzusetzen, wenn ich damit ein Problem habe. Also mal angenommen, ich lege 100 Kilo auf den Tisch, 100.000 Euro und sage dann, ich bin maximal bereit, von diesen 20% zu verlieren oder 20.000 Euro. Das ist die Zahl, die mir wehtun würde oder bei der ich mich unwohl fühlen würde. Dann ist dieser Ansatz immer noch für mich geeignet, allerdings nicht mit diesem Risiko pro Trade logischerweise, sondern mein Ziel muss es dann sein, über ein Risiko-Money-Management in der Lage zu sein, diese Zahl unter die von mir ausgegebene Verlustschwelle von 20% oder 20.000 Euro zu drücken. Das heißt, wir müssen unser Risiko pro Position reduzieren. Andernfalls laufen wir Gefahr, dass wir diese Verlustschwelle reißen und dass ich dann beginne, emotional nochmal vielleicht dramatischer mich negativ zu verhalten, als ich es sowieso schon tue, ausgehend von den gerade schon geschilderten Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Thema Trading. So, und was aber jetzt viel interessanter ist meiner Meinung nach und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Anzahl maximal auftretender Gewinner, aber auch maximal auftretender Verlusttrades zum Beispiel. Wenn wir von 5 Handelstagen pro Woche ausgehen, dann haben wir hier mit 14 Verlusttrades in Folge, die auftreten, eigentlich die Aussage, wir verlieren 3 Wochen in Folge Geld, und zwar jeden Tag. So, wenn ich damit Schwierigkeiten habe und vielleicht schon sowieso Schwierigkeiten habe mit dem einfachen Regelwerk dieser Open Range, dann wird man feststellen, das kann unmöglich funktionieren, mit meiner Persönlichkeit korrespondieren. Das geht gar nicht. Ich werde zwangsläufig früher oder später von diesen vorgegebenen Regeln, mögen sie auch noch so einfach, noch so eindringlich, noch so einfach formuliert sein, noch so einfach folgend vielleicht, oder das ist noch so einfach, dem zu folgen sein, das wird alles nichts bringen, es ist kein Vertrauen in den Ansatz da, es korrespondiert nicht mit meiner Persönlichkeit, ergo kann ich das nicht traden. Warum ist es dennoch sinnvoll, eben tatsächlich solche Ansätze zu fahren? Relativ einfach in meinen Augen. Das Ziel der ganzen Angelegenheit ist eben zu schildern oder aufzuzeigen, wie Trading, profitables, professionelles Trading funktioniert, nämlich einem klar formulierten Regelwerk, bedingungslos zu folgen. Und demnach, jetzt ist es bedauerlicherweise so, ich habe jetzt viel geredet, deswegen wurde jetzt die Anpassung des Trades nicht vorgenommen. Wir müssen den Buy-Stop jetzt hier auf jeden Fall löschen. Also diese Order wurde nicht getriggert. Ja, es hätte in der Zwischenzeit jetzt eine Anpassung vornehmen können oder vornehmen werden müssen, nämlich dann in dem Moment, wo wir unter den 50er EMA hier rutschen. Also ich zeige das nochmal ganz kurz. Und zwar haben wir hier ganz kurz. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz einen Blick hier auf den Parallelbildschirm werfen. Interessant. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade einen Fehler gemacht. Okay. Und zwar ist es dann nämlich so, dass du abhängig hier von dem 50er EMA natürlich das Setup switchen würdest, also tauschen würdest oder drehen würdest. Anders formuliert, wenn wir sagen, wir gehen oberhalb des 50er EMAs nur long, dann bedeutet das im Umkehrschluss, wir gehen unterhalb des 50er EMAs natürlich short. So. Und jetzt passiert dann in diesem Zusammenhang was ganz Interessantes, nämlich, dass wir hier unterhalb des 50er EMAs in dieser Kerze schließen. Das ist jetzt hier die 10.15 Uhr, oder Entschuldigung, 9.15 Uhr Kerze. Und dann ausgehend hiervon jetzt eine Sell-Limit-Order positionieren und einen Rücklauf gegen diese untere Open Range tatsächlich dann short handeln würden. Ja, das heißt also etwas anders formuliert, wo wir initial einen Buy-Stop platziert hatten, wo wir Ausbrüche nur auf der Oberseite traden, drehen wir diese Order jetzt und da wir unter den 50er EMA gerutscht sind, würden wir dann eben entsprechend jetzt hier ein Sell-Limit in den Markt setzen und würden eben tatsächlich dann einen Rücksetzer gegen diese unsere Open Range hier short handeln. So, das könnten wir in der Tat jetzt,
wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das können wir eigentlich tatsächlich noch machen, weil interessanterweise ist ja hier, der Schluss hat stattgefunden in der Kerze, aber zwischenzeitlich ist ja diese Order noch nicht gefüllt worden. Also das bedeutet etwas anders. Wir können jetzt hier in der Tat mit einem Sell Limit arbeiten, platziert auf die 10,29. Wir arbeiten mal mit zwei Kontrakten. Wir haben einen fixen Stop von 10,9. 10,948 war es. Und dann arbeiten wir mit einem Take Profit. Lassen wir erstmal ganz kurz raus. Also, den können wir gleich noch, da kann ich eine coole Funktion hier zeigen. Dieses Setups. Einen Augenblick. Jetzt muss ich eben parallel hier auch was eingeben. Okay. So. Bin sofort da. Muss man eben ganz kurz hier was eintippen. Also 10,948. So. Sell Limit 10,920. So. Okay, perfekt. Und jetzt ist es eben hier in diesem Zusammenhang so, ja, dass wir jetzt ausgehend von dem gegebenen Setup. Ich werde, wie gesagt, ich mache jetzt mal ganz kurz hier auch parallel die Slide auf, wo ich das geschildert habe. Das ist übrigens, das muss ich besser vorbereiten. Der Grund, warum ich das nicht mache, ist, das ist auch etwas aus der Trading-Psychologie, was ich gerne weiter kommuniziere. Das Ziel beim Trading ist es, den Zustand des sogenannten, der unbewussten Kompetenz zu erreichen. Und durch diese relativ einfach und klar vorgegebenen Regeln, und wenn du das jeden Tag machst, ist es eben so, dass natürlich dieser Zustand der unbewussten Kompetenz bereits erreicht ist. Das heißt also etwas anders formuliert, ich rede und rede und rede und rede und gehe einfach davon aus, dass mir jeder und alles folgen kann. Ja, das ist im Endeffekt der Dunning-Kruger-Effekt nur umgekehrt. Dazu kann ich auch noch gleich vielleicht so zwei, drei Sachen erzählen, dass ich nämlich davon ausgehe, dass all das, was ich in meinem Status habe, bezeichne mich jetzt mal als Experten vielleicht, dass dieser Expertenstatus auch schon von anderen bereits erreicht wurde und infolgedessen all das total sinnvoll ist. Ganz kurz anknüpfen daran, falls dem nicht so sein sollte, also falls jetzt jemand hier sagt, ich kann dem überhaupt nicht folgen, kannst du das mal bitte erklären oder so, fühle man sich bitte frei, das als Frage in der Chatbox zu formulieren. Also das heißt, ich könnte dann oder ich würde sehr gerne dann die Fragen eben entsprechend hier auch beantworten. Und so, jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang so, ich habe vor meinem geistigen Auge die ganze Zeit einen Film ablaufen oder ich sehe all das, was ich spreche, kann ich vor meinem geistigen Auge sehen. Also das heißt Anpassung der Order zum Beispiel, Switch auf dem Sell Limit Order jetzt beispielsweise und dergleichen. Ich habe das Regelwerk natürlich die ganze Zeit präsent, ohne es aber jetzt eben tatsächlich hier dann in irgendeiner Form mal vorgestellt zu haben. So. Und jetzt will ich das nochmal ganz kurz hier zeigen. Das ist ein Vortrag, man kann es hier unten sehen. Wir haben im Juli bereits mal, das hatte der Nelson auch gerade ja zu Beginn gesagt, schon eine Vortragsserie gehabt. Und da hatten wir uns den drei Säulen profitablen Tradings, das Fundament, auf dem halt das Buch auch aufbaut, die hatten wir dort schon mal zum Thema gemacht. Die waren Risiko-Money-Management, die waren Trading-Psychologie und die waren eben die Handelsstrategie selbst, also das Traden einer vorteilhaften Handelsstrategie. Und in dem Zusammenhang ist diese Slide eben jetzt tatsächlich entstanden, die allerdings nicht diese Pathologie umfasst. Mit dem Switch der Order sollte nämlich die Order auf der Oberseite nicht getriggert werden, der Markt dann auf der Unterseite zum Beispiel ausbrechen und dann unter dem 50er EMA schließen und infolgedessen dann eine Sell-Limit-Order nötig werden und dergleichen. Das ist etwas, das muss jeder für sich auch selber formulieren. Es gibt auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel jetzt ganz konkret zu sagen, ich trade das gar nicht. Warum sollte ich? Weil der Ausbruch auf der Oberseite hat nicht stattgefunden in dem festgelegten Zeitfenster. Damit gibt es heute kein Trade. Feierabend, so nach dem Motto. Das muss jeder für sich selber herausfinden. In meinem Fall ist es eben so, dass diese Anpassung, dieser Switch auf jeden Fall vorgenommen wird, der aber hier nicht thematisiert ist, der aber Teil eines klar formulierten Ablaufplans ist, den jeder Trader für sich selber im Zusammenhang mit seiner Handelsstrategie natürlich formulieren muss. Wenn A, dann B. Ist A nicht erfüllt, dann A Strich, dann B Strich zum Beispiel. Also das wirklich ganz, ganz klar deutlich zu formulieren. Auch das ist extrem wichtig übrigens und auch etwas, womit viele Schwierigkeiten haben. Also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, während ich rede, mache ich hier jetzt mal ganz kurz die Regeln,
Ich behaupte mal, dass einer der Hauptgründe, warum viele Trader in ihrem Trading nicht profitabel sind, viele Privatanleger, meine These ist 90-90-90, also sprich 90% der Trader verlieren 90% ihres Geldes in 90 Tagen, dass ein Hauptgrund dafür eben ist, dass sie keinem festgelegten Regelwerk folgen. Das ist aber nachvollziehbar. Also das heißt etwas anders formuliert, wenn ich mit jemandem spreche und frage, was ist eigentlich deine Motivation zu traden? Kommt als erstes natürlich, ja, ich will Geld verdienen, aber es ist mehr als Geld verdienen. Geld alleine, man kennt diesen Ausspruch, Geld alleine macht nicht glücklich, und das ist im Zusammenhang mit dem Trading auch nicht anders. Also wenn man mit profitablen Tradern, die viel, viel Geld wirklich, also in Relation jetzt zu mir oder auch zu jemandem, der sich das jetzt hier anhört, verdienen, wenn man mit denen spricht, dann merkt man, dass Geld nur ein Abfallprodukt ist. Es ist ein Nebenprodukt. Das fällt halt so ab. Sie fühlen sich selber zum Trading berufen, in der Tat. Und nun ist es eben so, im Kern ist es nicht selten der Fall, dass Leute, die sagen, ich will Trader werden, sagen oder beziehungsweise Trader werden wollen, weil sie sagen, ich möchte aus diesem 9-to-5 Job ausbrechen, dieser klassische Angestellte, dieses klassische Angestelltenverhältnis zum Beispiel. Ich will das nicht mehr. Ich arbeite hier zusammen mit Leuten, die mag ich alles in allem, nur wenn ich einen ordentlichen Promillewert erreicht habe auf der Weihnachtsfeier. Einen Chef kann ich auch nicht ausstehen, der schnauzt mich von morgens bis abends an, ist nicht zufrieden mit mir, obwohl ich eigentlich all die Aufgaben erfülle, die mir aufgetragen werden. Wahrscheinlich, weil er frustriert ist, wegen, was weiß ich was, zu Hause private Probleme, keine Ahnung. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Und dann ist es eben so, dass die Leute sagen, Trading ist da super. Trading bietet mir alle Freiheiten, die ich brauche. Ich kann morgens mich vor den Rechner setzen, zu Hause, ja, ich muss keine feinen Klamotten, keinen feinen Zwirn anziehen, kann das in Jogginghose machen und dergleichen. Auch da übrigens die Frage, ist das produktiv oder nicht? Es gibt Leute, die müssen sich morgens genau so anziehen, selbst wenn wir ein Homeoffice haben, so anziehen, als wenn sie ins Büro gehen, um das Gefühl zu haben, sie gehen jetzt ins Büro, sie gehen zur Arbeit. Auch das ist etwas, man muss sich da kennen. Deswegen ist diese psychologische Komponente nicht zu unterschätzen, und auch das Erstellen des trading-psychologischen Profils im Trading so unfassbar wichtig. Und dann ist die Überlegung, naja, und dann handle ich eben. Und das Coole ist, ich kann damit wesentlich mehr Geld verdienen, als ich eben in meinem 9-to-5-Job habe. Ja, ich bin komplett frei. Interessanterweise ist man, wenn man Trader ist, alles andere als frei. Man ist überhaupt nicht frei. Man hat ein fest vorgegebenes Regelwerk und dem folgt man. Und wenn die Regeln nicht erfüllt sind, dann einen Trade zu triggern, dann hat man für den Tag zum Beispiel keinen Trade. Das ist aber etwas, was komplett entgegensteht zu dem, was wir zum Beispiel von klein auf in der Schule eingetrichtert bekommen. Dort heißt es, viel hilft viel. Das heißt, du hast eine schlechte Note geschrieben, dann setz dich hin, lerne und dann schreibst du beim nächsten Mal eine bessere Note. Beim Trading ist es nicht so, dass wenn ein Trade nicht getriggert wurde, zu sagen, dann suche ich mir eben den nächsten Trade. Ich habe ja immerhin 100 verschiedene Asset-Klassen, oder nicht Asset-Klassen, sondern Assets, die ich traden kann, Devisen, also viele Währungspaare, dann Rohstoffe, Aktienindizes, dann habe ich noch Gold, Silber, ja, irgendwo findet sich schon auf jeden Fall ein Setup, sondern es ist eben tatsächlich viel schlimmer als in einem 9-to-5-Job. Trading basiert, profitables Trading basiert auf dem Folgen eines klar formulierten Regelwerkes, eines Planes, den ich ganz klar ausformuliert habe. Und genau das ist für viele dann sehr einschüchternd und einer der Hauptgründe, warum sie unprofitabel sind, weil sie nicht bereit sind, diesem Regelwerk zu folgen. Gleich kann man sie auch anwenden jetzt, wir haben wieder den Jahreswechsel gesehen, gute Vorgaben, die man sich macht zu Silvester, Neujahr, ab morgen mache ich Diät und bringe mich in Form und sehe dann 10 Kilo leichter, top aus dem Ei gepellt aus, wenn ich mit meiner Familie im Sommer nach Italien in den Sommerurlaub fahre am Strand. Dann sehe ich aus wie ein junger Gott. So. Oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Oder. Klar ist, auch das Erreichen dieses Ziels folgt einem klar formulierten Plan. Und die meisten scheitern, weil sie nicht bereit sind, diesem klar formulierten Plan eben zu folgen, weil es unangenehm ist, weil es Disziplin erfordert, weil es eben tatsächlich nicht damit getan ist, einfach zu sagen, ich mache das, sondern weil es Machen ist und weil es eben tatsächlich wirklich harte Arbeit ist. Das ist ein sich selbst eben tatsächlich jeden Tag wieder ins Neue, in die Spur bringen eben tatsächlich. Und wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Also Regeln zu folgen. Ach ja, genau. Also klassisch natürlich hier. Das ist das Regelwerk für den DAX Open Range. So wie wir den eben jetzt hier folgen. Wir identifizieren den Vorteil. 50er EMA auf 5-Minuten Basis. Simpel gesprochen. Wir handeln drüber, gehen wir long, wir handeln drunter, wir handeln short. Wir haben eine Handelsspanne, auf die wir dann schauen, 8 bis 9.05 Uhr. Warum 9.05 Uhr? Das will ich auch nochmal kurz erklären. Da gibt es immer dann wieder Fragen. Nämlich 9.05 Uhr nehme ich deswegen, weil um 9 Uhr bekanntlich ja der Xetra-Handel eröffnet. Also sprich,
Wenn man sich jetzt mal Charts anschaut auf externen Plattformen, die einfach nur den Xetra-DAX zeigen, dann sieht man bei einer Volumenanzeige unten drunter, dass um 9 Uhr zur Markteröffnung und dann zum Close um 17.30 Uhr, wenn der Xetra-Handel schließt, dass es da zu sogenannten Volumenspitzen kommt. Und diese Volumenspitzen deuten darauf hin, besonders zur Markteröffnung, dass eben viel Material in den Markt fließt. Also der Future wird zwar von 8 bis 22 Uhr getradet, der FDAX an der Eurex. Nichtsdestotrotz ist es aber einfach mal so, dass wir mit der Kasse dann, wenn eben der Kassehandel und die dementsprechenden Aktien gehandelt werden, Daimler oder VW oder Deutsche Bank oder, dass das eben dazu führt, dass die ganzen Interessen, die sich im Zeitfenster zwischen 17.31 Uhr bis 8.59 Uhr angestaut haben, wir blenden jetzt an der Stelle mal aus, dass natürlich dort auch noch Möglichkeiten des außerbörslichen Tradings mittlerweile bestehen und dergleichen. Wir tun mal so, als wenn das nicht der Fall wäre, wobei natürlich erwähnt werden muss, große Volumina bewegst du in diesen Zeiten definitiv nicht. Also auch da zeigt sich, warum dann es zu diesen Volumenspitzen kommt, weil das einfach mal der Referenzmarkt ist, auf den wir hier dann entsprechend uns fokussieren. So, und dann ist es natürlich so, dass der Markt dazu tendiert, zu Spitzen auszuschlagen, also sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite, und dass es zu erratischen Bewegungen kommt, infolge derer ich natürlich vermeiden möchte, in den Markt eingestoppt zu werden. Und dann ist es so, dass ich eben sage, ich filtere diese ersten 5 Handelsminuten heraus und fokussiere mich dann auf die Spanne zwischen 8 bis 9.05 Uhr und dann handle ich eben den Bruch in Richtung der identifizierten Range, des identifizierten Vorteils, Verzeihung. Also sprich, wir handeln nochmal drüber, nur Ausbrüche nach oben, oder wir halten drunter, nur Ausbrüche nach unten. Beziehungsweise entsprechende Adaptionen, sollte wie hier zum Beispiel eine Range ausgebildet worden sein, wo wir zunächst oberhalb dieser dann gleitenden Durchschnittslinie traden und sollten dann in diesem Zusammenhang hier keine Ausbrüche auf der Oberseite erfolgen, sondern in der Zwischenzeit die Range nach unten verlassen werden. Und nicht nur das, sondern auch noch der Schluss unterhalb dieses 50er EMAs stattfinden, ja, anzupassen natürlich auf der Oberseite äquivalent, dann würde ich eben sagen, okay, dann arbeite ich mit einem Sell-Limit jetzt. Sollte der Markt nochmal diese untere Range-Begrenzung anlaufen, dann würde ich ihn hier gegen dieses Level shorten und von dort eben dann darauf abzielen, nach Möglichkeit, dass eben neue Tagestiefs markiert werden zunächst einmal, beziehungsweise, dass der Markt in Höhe von eben 2R dann eben Meter auf der Unterseite macht. Also das ist die Voraussetzung. Wir arbeiten mit einem Check-Profit-Level in dem Fall so. Also das ist das mal grafisch dargestellt, auch für die Short-Seite interessanterweise, aber wie gesagt, anzupassen für die Long-Seite äquivalent. Man sieht hier auch, man könnte auch mit einem anderen Indikator arbeiten, mit dem Supertrend-Indikator. Den würde ich dann zum Beispiel wählen. Geht man davon aus, dass der Markt zu einer stark trendigen Bewegung ansetzt? Ja, wenn zum Beispiel signifikante, wichtige Niveaus überschritten werden. Also ich formuliere es mal um. Für die Oberseite zum Beispiel hätte ich hier heute früh mein Take-Profit nicht bei, in dem Fall rund 11.000 Punkte sind es gesetzt. Also tatsächlich ist es ja so, wir haben jetzt hier den Entry-Price bei 29, wir haben einen Stop bei 9,48, das sind also 28 Punkte. Folglich sind es 56 Punkte Chance. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir hier einen Ausbruch auf der Oberseite sehen, dann ist auch hier das CRV 2:1. Also sprich, dann würde ich diese 56 Punkte, Verzeihung, will ich eben nach oben aufschlagen. 56 plus 48 kommen wir bei 11.004 raus. Ich hatte gerade eben, wenn man ganz genau hingeguckt hat, wir haben die Order jetzt ja gelöscht, aber wenn man ganz genau geschaut hat, beziehungsweise wir können auch ins Journal übrigens schauen, da kann man sehen, dass ich hier, da, ganz unten, ganz klein, kann man sehen, TP 11.030 hatte. Also ich habe das ein bisschen nach oben angepasst, weil ich nämlich davon ausgehe, dass wir, und dann schaue ich mir unsere dominierende Zeitebene an, dass wenn wir über die 11.000er Marke gehen, dass dann ein Lauf bis nochmal auch 11.030, 11.050 Punkte einzukalkulieren ist, weil das ein durchaus wichtiger, signifikanter Bereich ist. Das ist einfach eine runde Zahl, wo ich einfach davon ausgehe, dass wir noch ein bisschen Slippage zu sehen bekommen, beziehungsweise eine kleine Squeeze-Bewegung, die darüber hinausführt eben tatsächlich. So, diese Anpassung übrigens jetzt mit dem Supertrend und auch dem Take-Profit-Level, die Frage wird wahrscheinlich sich dann jeder jetzt stellen, naja, wie machen wir das dann eigentlich? Wovon machen wir das abhängig? Ob ich jetzt den Markt laufen lasse, trenden lasse oder ob ich mit dem Take-Profit-Level arbeite? Wie gesagt, das hängt zum Beispiel davon ab, ob wir im Bereich von wichtigen charttechnischen Marken traden. Das hängt aber auch vom übergeordneten Modus ab. Und wenn ich mir die Stunde jetzt hier so anschaue, dann sehen wir einfach mal, wir sind in einer Range zwischen 10.080 bis 11.000 Punkte gefangen.
traden innerhalb dieser. Die dürfen den Modus als seitwärts bezeichnen oder konsolidierend oder wie auch immer man das nennt. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall erstmal dafür spricht, dass keine stark trendigen Bewegungen initiiert werden, auch auf den untergeordneten Ebenen, was favorisiert, mit vorgefertigten Gewinnmitnahmeleveln zu arbeiten. Anders als wenn wir jetzt in einer stark trendigen Bewegung sind, wie zum Beispiel am Freitag, wo sich dann Jay Powell auch hier geäußert hatte, das war am 4. Januar, hoppala, 4. Januar, wo der Ausbruch auch über dieses relativ signifikante Level kam, 10.680 Punkte, das hatten wir auch lange Zeit mal thematisiert gehabt, wo dann damit gerechnet werden durfte, dass eben der Markt Momentum aufnimmt. Jay Powell hat dann mit seinen Äußerungen dazu beigetragen an diesem Tag, als er sagte, dass die Fed sehr flexibel ist, sich natürlich sehr genau anschaut, was da am Markt passiert und dergleichen. Und dann eben in Aussicht gestellt, dass die Fed schon Gewehr bei Fuß stehen würde, sollten noch weitere Turbulenzen auftreten, nach den Turbulenzen, die zwischen eben Weihnachten und Neujahr der Trump Administration, sei Dank, eben auf den Weg gebracht worden sind. Thema Shutdown, Thema zum Beispiel Steven Mnuchin, der die glorreiche Idee hat, obwohl keiner eigentlich bis dato die Notwendigkeit erachtet hatte, bei den großen Investmentbanken der Wall Street nachzufragen, ist auch genügend Liquidität vorhanden, oder die Plunge Protection mit ins Spiel zu hören, das sind alles so Anzeichen gewesen, die deuten darauf hin, es gibt ein großes Problem, von dem niemand bis jetzt wusste, aber die US-Regierung bzw. der US-Finanzminister hat alles in der Hand und hat alles unter Kontrolle, und dann sind alle plötzlich so ein bisschen irritiert gewesen und die dachten sich, welches Problem eigentlich? Es hat doch bis jetzt keiner von Problemen geredet. Ja, wir sind ein bisschen zurückgekommen über die letzten 3 Monate und dergleichen. Okay, und das ist sicherlich alles andere als optimal, besonders wenn man sich gefreut hat auf die Jahresendrally oder Christmas Rally oder Santa Claus Rally oder wie auch immer man die bezeichnet. Aber es ist jetzt noch nicht dramatisch gewesen. Wir lagen irgendwie 10% unterhalb des Eröffnungskurses aufs Jahr. Erstes negatives Jahr. Im DAX wäre es dann in dem Fall gewesen seit 2011. Also wo ist das Problem? Und genau diese Unsicherheit, die da geschürt worden ist, die entlud sich dann, weil man bis dato nicht wusste, wie sich die Fed positioniert. Und dann hat die Fed ihren sogenannten Put wieder zurück in den Markt geschoben. Es gibt ja den sogenannten Greenspan-Put, den Bernanke-Put. In dem Fall war es auch dann jetzt vielleicht ein bisschen der Powell-Put. Und da kam diese Bewegung zustande. Wenn man dann in diesem Bereich eine Open Range hat, dann kann man ausgehend von der Signifikanz dieses Bereiches, kurzfristigen Signifikanz, dann überlegen, dass man eben zum Beispiel mit einem Trendindikator dem Markt nachläuft und versucht, noch einen größeren Profit rauszuziehen. Aber die derzeitigen Marktbedingungen sind dafür einfach nicht optimal, nicht wirklich gegeben. Und deswegen scheint Gewinnmitnahmelevel auf jeden Fall sinnvoll zu sein. So, jetzt zeige ich noch ganz kurz, wie wir hier dann entsprechend das Take-Profit-Level anpassen. Dazu können wir in diesem Tool einfach mit der linken Maus einmal kurz draufklicken. Dann geht da ein Fenster auf und dann können wir sehen, Stop liegt drin. Und dann machen wir hier Take-Profit. Ja. Und dieser Take-Profit, den können wir dann einstellen über einen fixen Preis oder auch eine Anzahl von Pips. Wir hatten gerade gesagt, es sind 56. Das ist ausgehend, wie gesagt, von den 48 Punkten Risiko und dem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1, also 2 × 28 = 56 gegeben. Und dann können wir hier den Take-Profit setzen und dann wird er automatisch bei 10.864 eben entsprechend platziert. Und so, dann ist die Order hier entsprechend angepasst. Wir haben den Take-Profit, wir können das Ding jetzt hier zumachen. So, und können jetzt der Dinge harren, die da kommen. So viel zum Thema Live-Trading, der Markteröffnung, mal ein bisschen en Detail geschildert. Das, was ich jetzt gerade hier eine halbe Stunde lang ausgeführt habe, man kann sich vorstellen, dass das ziemlich, wenn das sich erstmal eingeschliffen hat, ziemlich langweilig wird dann. Weil wenn du die Regeln befolgst, dann hast du nichts mehr zu tun, außer jetzt zu warten, dass die Order gefüllt wird. Und die wird auch nicht mehr angepasst. Also dahingehend, dass wir jetzt zurücklaufen irgendwie über den 50er EMA oder sonst dergleichen. Diese Order bleibt eine Short Order eben tatsächlich und wird früher oder später dann schlichtweg einfach gelöscht. Sollte sie nicht gefüllt werden. So, das also jetzt im Zusammenhang mit der Live-Eröffnung und dem Live-Trading, ja, wo wir jetzt der Dinge harren, die da eben kommen. Wir wollen jetzt nochmal einen Blick werfen auf das, was gestern im Pfund Sterling passiert ist. Wir wollen nochmal einen Blick werfen auf die Situation im britischen Pfund, ganz besonders natürlich, und mal kurz sich hier diesem massiven Kursanstieg widmen, der da stattgefunden hat, dann nachdem klar wurde, dass Theresa May diese Niederlage im britischen Parlament eben tatsächlich sich gegenüber sieht. Auch der Euro, also wir gehen jetzt wieder zurück hier in den Daily vielleicht, auch der Euro hat sich in diesem Zusammenhang gestern so ein bisschen erholen können, zurückgependelt jetzt über die 1,14.
Wir sind gestern aber doch relativ deutlich unter Druck geraten und nach den Kommentaren besonders von dem Atlanta Fed-Chef Bostic letzte Woche Mittwoch, der nämlich dann sagte, dass die Fed erstmal abwarten solle jetzt bezüglich weiterer Zinsschritte. Es ist zwar nur ein Kommentar eines Fed-Mitglieds, wir haben 16 und insofern ist das eigentlich nicht relevant, aber es hat doch vielleicht auch so ein Bias in der Fed selbst gezeigt, wo wir eben tatsächlich stehen. Und das hat dazu geführt, dass es eben zunächst zu einem starken Push über die 1,15er Marke kam, letzte Woche Mittwoch, also genau vor 7 Tagen. Und wir haben dann interessanterweise nicht nur einen Retest gesehen, sondern auch einen Schluss, Wochenschlusskurs unter der 1,15. Das war unterm Strich etwas, das war noch nicht dramatisch, aber zumindest mal hat es den Anschein erweckt, dass letzte Woche Mittwoch dieser Push auf der Oberseite eher ein Fehlausbruch war. Und genau das ist dann etwas, was sich jetzt auch gestern begonnen hat, hier in stärkeren Abschlägen zu beschleunigen auf der Unterseite. Wie gesagt, man möchte fast sagen, derzeit sieht es danach aus, als wenn die Brexit-Entwicklung jetzt so ein bisschen zur Stabilisierung beiträgt, obwohl eigentlich alles andere als klar ist, wie es dort weitergeht. Aber gestern Kommentare von Mario Draghi waren nicht wirklich optimal. Und ich will das mal ganz kurz hier aufgreifen. Auf der Webseite, meiner Webseite, jk-trading.com, kann man hier aktuelles, kann man die Analyse für den heutigen Tag lesen. Und ich habe ganz bewusst, als ich diesen Artikel jetzt geschrieben habe, der dann allmorgendlich ungefähr um 8 Uhr, 8.30 Uhr allerspätestens erscheint auf der Webseite, mit jeweiligen Links versetzt oder versehen. Man kann auch hier aus der Überschrift schon offensichtlich sehen, das wird übrigens gleich klarer, das Bild, das dauert ein bisschen. Rückeroberung der 11.000 im DAX schlägt fehl, erstmal jedenfalls. Und zwar ist es nämlich so, dass ich grundsätzlich eigentlich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, dass es eher auf der Oberseite Action gibt und dass wir eigentlich eher den DAX Richtung 11.000 sehen. Das überrascht, weil ich habe hier offensichtlich eine Short-Order in den Markt gelegt. Ich bin keineswegs diskretionär interveniert oder dergleichen. Ich muss auch sagen, ich würde mich wesentlich wohler fühlen, der Long-Seite zu folgen. Nichtsdestotrotz, das, was ich jetzt hier präsentiere, diese Gedanken, sind natürlich meine Gedanken und meine Einschätzung der Situation. Ich habe mit der Zeit gelernt, mich nicht irgendwelchen Handelssystem, meinem Handelssystem zu widersetzen, sondern dem zu vertrauen, den umzusetzen. Das heißt auch, dass es interessanterweise dazu führen kann, dass ich eine Einschätzung zum Markt habe, die zum Beispiel hier in dem Fall bullish ist und dann das System trotzdem short trade und umgekehrt. Und was im ersten Moment kontraintuitiv ist, ist im zweiten eben nachvollziehbar, weil wenn du genügend Erfahrung gesammelt hast über die Jahre, den Ansatz oft genug getradet hast, dann wirst du feststellen, dass du mit deinen Interventionen mindestens, ganz bewusst gesagt, genauso häufig richtig liegst, wie du auch falsch liegst tatsächlich. Und unterm Strich eben tatsächlich du nicht wirklich gut daran tust, das System zu overrulen, sondern einfach das System machen zu lassen. So, zurück zu dem Nein für den Brexit-Deal von May. Also es war eine krachende Niederlage für Theresa May und sie zeigt ganz besonders auf, dass es eine riesengroße Differenz offensichtlich gibt, dessen, was die Briten wollen und dessen, was die EU ist bereit ist zu liefern, zu geben oder an Konzessionen zu machen. Interessanterweise haben sich gestern bereits dann Donald Tusk und auch Jean-Claude Juncker hier geäußert. Und da kann man, wenn man draufklickt, kann man die zwei Tweets sehen, auf die ich mich hier beziehe. Also Donald Tusk sagte gestern Abend, if a deal is impossible and no one wants no deal, also dieser Deal, so wie er dort vorgeschlagen wird, wird seitens der Briten nicht angenommen, aber die Briten sagen, also das britische Parlament sagt, wir wollen aber dennoch einen Deal. Also es ist nicht so, dass wir ein No-Deal-Szenario wollen, einen harten Brexit ohne irgendwelche Verhandlungen mit der EU. Nur wir wollen ihn eben nicht so, wie er hier vorgeschlagen wird. Then who finally have the courage to say what the only positive solution is? Ja, wer hat dann schlussendlich mal die Courage zu sagen, was die eigentliche Lösung ist? Ich kann Herrn Tusk hier eine Idee formulieren. Für die EU grundsätzlich gilt, ich denke, wir sind in einer Situation, in der es gilt, jetzt langsam mal vom hohen Ross runterzukommen und zu akzeptieren, dass Großbritannien demokratisch darüber befunden hat, aus der EU aussteigen zu wollen, ja, ein Brexit, für den Brexit gewotet hat und dass Europa in diesem Zusammenhang, die EU ganz besonders, hier Zugeständnisse, Konzessionen machen muss, will sie nicht riskieren, dass die gesamte EU in eine Zeit massiver wirtschaftlicher Lethargie abrutscht. Worauf ziehe ich mich ganz besonders? Ich habe das hier sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich beziehe mich darauf, dass Deutschland mit Großbritannien
extrem starke Handelsbeziehungen pflegt. Und zwar ist Deutschland und Großbritannien handelstechnisch oder andersrum formuliert. Die Briten oder UK, United Kingdom, das Großbritannien ist der viertgrößte Handelspartner der Deutschen. Also das heißt in Bezug auf den Export. Heißt nach den USA, nach China und nach Frankreich. Das bedeutet anders formuliert, finden wir keine Lösung, dann hat das sicherlich dramatische Auswirkungen auf die britische Wirtschaft. Ja, aber es hat auch welche auf die deutsche Wirtschaft, die sowieso schon Schwierigkeiten sich gegenüber sieht, nimmt man die Kommentare von einem gewissen Mario Draghi gestern vom Parlament, vom EU-Parlament in Straßburg. Auch ein englischsprachiger Artikel. Ich hatte das Gefühl, einen Deutschen gefunden zu haben, hier von Reuters, habe dann aber trotzdem den englischsprachigen genommen, weil der irgendwie ein bisschen, ja, sehr kurz gefasst war, der deutschsprachige Artikel. Und er sagt es in der Headline, wenn ein auch EZB-Politiker sagt, dass etwas nicht der Fall ist, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger werden. Da steht, Eurozone is not heading for recession. Also wir bewegen uns nicht auf eine Rezession zu. Interessanterweise sagte Draghi aber eben auch, und da ist die Headline ein bisschen irreführend. Er sagte, it's a slowdown, which is not heading towards a recession. Also wir haben eine Abkühlung der Wirtschaft in der Eurozone, welche zwar bis jetzt noch keine rezessive Tendenz aufweist, aber, but it could be longer than expected before, aber diese Abkühlung könnte länger als zuvor sein. Und er verweist nämlich auch in diesem, na großartig. Haben die das wirklich abgekürzt? Oh nein. Okay, das ist natürlich jetzt ziemlich bedauerlich. Also er sagte nämlich auch in diesem Zusammenhang, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone alles andere als optimal ist. Also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass dieser Artikel ein bisschen länger ist. Und der war es bis gestern auch. Aber die scheinen jetzt aus ressourcentechnischen Gründen die Artikel dann mit der Zeit einfach einzukürzen, damit da nicht zu viel Speicherplatz abgezwackt wird vielleicht. Keine Ahnung. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Kommentare von Draghi vor dem Parlament in Straßburg gestern waren alles andere als optimal für die Eurozone. Und ganz besonders Deutschland in dem Zusammenhang sei natürlich erwähnt als die wirtschaftliche Lokomotive der Eurozone. Da müssen wir uns nichts vormachen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft. Deutschland ist die Volkswirtschaft, die in Anführungsstrichen den Motor am Laufen hält in der EU. Und infolgedessen ist es auf jeden Fall rund um den Brexit alles andere als optimal, was dort stattfindet. Und dass offensichtlich die Briten nicht auf diesen vorgeschlagenen Deal oder den von May ausgehandelten Deal eingehen wollen. Und Jean-Claude Juncker schrieb dann eben, I take note with regret of the outcome of the vote in the House of Commons. Also das heißt, er bedauert diese Entwicklung. Und I urge the UK to clarify its intention as soon as possible. Also die Briten sollen jetzt so schnell wie möglich ihre Intentionen klar darlegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich diese Tweets so ein bisschen wirken lässt und wenn man die Kommentare in Verbindung bringt mit den Aussagen von Draghi gestern vom EU-Parlament, dann wird es keine andere Möglichkeit geben, meiner Meinung nach, in den nächsten Tagen, dass es zu einer Annäherung und Konzession seitens der EU kommt, auf die eine oder auf die andere Art. Und das bedeutet etwas anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich EU und Großbritannien auf eine Lösung einigen, die in Richtung Soft Brexit geht, vielleicht sehr angelehnt ist an das Modell mit Norwegen, was die EU pflegt. Ich gehe jetzt nicht in die Details diesbezüglich. Ich habe auch nichts vorbereitet, aber wir könnten das sicherlich noch etwas ausweiten. Welche, der jetzt sagt, hey, das wird sich interessant, dann das gucke ich mir mal an, google einfach mal Norwegen und EU. Ja, da wird einiges auch in Form eines Wikipedia-Artikels wahrscheinlich sogar aufploppen. Und Fakt ist in diesem Zusammenhang eben, dass das für den Aktienmarkt grundsätzlich bullisch ist und auch, dass diese Aussicht auf eine Annäherung, das ist auch dann etwas, was gestern bereits seitens EU-Offizieller nicht genannter, aber dennoch offensichtlich vorhanden seiender Quellen kommuniziert oder zitiert wurde, dass dort nämlich gesagt wurde, nun ja, man geht auch davon aus, dass sich diese Deadline für den Brexit, die aktuell beim 29.03. liegt, infolge dieser Entwicklung jetzt hier verzögern wird. Und dass das eben nach sich zieht, dass eben nicht nur mehr Zeit eingeräumt wird, sondern dass vor dem Hintergrund der gerade geschilderten wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Großbritannien und der EU sich ebenfalls ein Soft Brexit früher oder später eben tatsächlich abzeichnen muss. May hat heute Abend noch ein Misstrauensvotum gegen sich im britischen Parlament
von der Opposition. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass dieses durchgeht, ist relativ gering. Sollte es durchgehen, dann wäre das im Grunde genommen der Weg für Neuwahlen, der geebnet wird, der dann wiederum natürlich auch in einem erneuten Referendum resultieren könnte und dergleichen. Das ist allerdings ein sehr unwahrscheinlicher Ausgang. Also in der Tat ist die wahrscheinlichste Option meiner Meinung nach aktuell, dass sich eben die EU, Großbritannien in den kommenden Tagen noch zusammensetzen, es zu Konzession seitens der EU kommt. Und dann eben infolgedessen auch erklärt werden kann, weswegen zum Beispiel Pound Sterling, das ist jetzt natürlich sehr suboptimal. Also ihr seht, Order haben wir zwar angepasst, aber diese Order wurde nicht gefillt. Also das heißt, wir haben leider den Fill nicht bekommen. Im Hoch wurden wir auf 9,16 gehandelt. 29 ist das Sell Limit, das sind 4 Punkte. Und jetzt laufen wir eben tatsächlich dieses Ziel auf der Unterseite schon bereits ab. Das ist, naja, nicht so cool. Okay, also auf jeden Fall zurück zum British Pfund. Das erklärt meiner Meinung nach, wo diese bullische Tendenz gestern im British Pfund herkommt, weil die Wahrscheinlichkeit eines gefundenen Deals an eines Soft Brexit, einer Annäherung, steigt infolge dieser Entwicklung, die wir jetzt im britischen Parlament gesehen haben. Und ist dann eben ja der Grund dafür, weswegen Pfund Sterling da die 28 zurückerobert hat. Nelson. Ja, ich wollte nur tatsächlich nur kurz anmerken, es war auch schon auffällig, dass das Pfund seit Anfang des Jahres eigentlich relativ stark war. Das sieht man ja jetzt auch im Chart. Das finde ich übrigens, das ist ein absolut richtiger Einwand. Ich finde allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Pfundstärke war oder ob das nicht eher Dollarschwäche war. Also ich glaube, Der Euro, der würde auch um Vielfaches tiefer gehandelt werden zum US-Dollar. Und ich glaube, wir hätten auch schon neue Jahrestiefs gesehen, wenn es da nicht diese Entwicklung mit Donald Trump gäbe. Das ist schon ein Experte, der Typ, oder? Also ich hatte ja zu Beginn, als er gewählt ist, dachte ich mir so, mit kommt da mal ein bisschen frischer Wind rein und so weiter. Mittlerweile muss ich nur sagen, um Gottes Willen, hoffentlich geht das alles gut. Ja, den frischen Wind hast du aber trotzdem. Ja, also gut unterhalten wird man auf jeden Fall. Das Einzige, ich muss sagen, im Nachgang, ich bin ein bisschen sauer. Das habe ich auch gleich zum Morning-Meeting gesagt. Wann haben wir das erste Mal? Ich glaube, am 3.1. war es dann. Ja, genau. Also just nach diesem Flash-Crash tatsächlich mit dem japanischen Yen. Und zwar habe ich gesagt, ich bin dahingehend sauer, weil ich wirklich auch am Heiligabend nichts anderes zu tun hatte, als dann, nachdem Bescherung war und so weiter und Familie abgearbeitet war, statt mich mit einem Buch, was nichts mit Börse zu tun hat, in die Ecke zu sitzen und ein bisschen zu lesen. Kinder sind im Bett, ja, Frau spielt so ein bisschen mit ihren neu gewonnenen Spielereien rum und so und du hast einfach so deine Ruhe, sitzt da und liest ein bisschen, musste ich wirklich im Twitter nachgucken, welche Entwicklung nimmt das gerade an der Wall Street. Wir haben ja dann am 24. wirklich den schlimmsten Abschlag gesehen an einem Heiligabend aller Zeiten. Also es hat noch nie so einen bärischen Verlauf gegeben am 24. Und alles nur dank Steven Mnuchin. Also man darf wirklich, glaube ich, davon ausgehen, dass auch Donald Trump im Bilde war bezüglich Plunge Protection und dergleichen, die Unsicherheit, die da reingebracht worden ist und wo wir dann eben tatsächlich diese massiven Abschläge auch wieder Trump zu verdanken haben. Der ergänzend dazu, der twitterte, auch großartig. Ja, ich sitze ja jetzt gerade ganz alleine im Weißen Haus, ne, am Heiligabend. Ich sitze ja ganz alleine. Und dann denkst du so, ja. Und dann gleich im nächsten Satz, ja, das ist deswegen, weil die Demokraten nicht arbeiten wollen, weil die hier den Shutdown provozieren und so weiter. Ja, das ist der Grund, warum du alleine jetzt im Weißen Haus sitzt am Heiligabend. Ja, also wenn es eigentlich nicht so dramatisch wäre eigentlich und so traurig, dann könnte man auch wirklich drüber lachen. Aber was der Mann da veranstaltet, ist, ja. Ja, aber der Witz ist, ich habe wirklich Sorge, dass der nochmal gewählt wird. Ich habe wirklich Sorge, dass der nochmal Zuspruch bekommt. Und lustig, dass du das sagst. Wir haben das tatsächlich auch gestern hier im Büro tatsächlich darüber diskutiert. Und einige sind auch der Meinung, dass es am Ende nochmal schafft, gewählt zu werden. Ich glaube, die einzige Lösung ist ja, dieses Gerücht hält sich ja, dass Dwayne Johnson, The Rock Johnson, ja, dass der als Präsidentschaftskandidat sich aufstellen lässt. Der hat nämlich noch mehr Follower bei Twitter und bei Facebook. Ja. Ja, definitiv. Ja, in der Tat, man merkt schon wahrscheinlich, es ist im Großen und Ganzen eigentlich alles gesagt. Also leider ist das Limit nicht geholt worden. Die Idee steht aber auf jeden Fall, das Regelwerk. Ich bin tatsächlich fertig, also. Ja, haben wir ja auch schon wieder auch pünktlich geschafft, 10 Uhr. Ja, also sind ja auch keine Fragen. Ich glaube, und ich nicht glaube, sondern ich weiß, dass deine Ausführungen gut waren und man auch alles folgen konnte. Insbesondere auch, was deine DAX-Strategie betrifft. Da hast du ja auch in den vergangenen Webinaren ja auch immer eine schöne Erklärung beigelegt.
Und die Aufzeichnung hat soweit funktioniert, sollte also heute beziehungsweise im Laufe der Woche online kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Jens, bei dir. Freue mich, dass wir zwar auch in 2019 wieder Webinare zusammen machen können. Und wünsche dir noch eine schöne Restwoche und allen Teilnehmern natürlich vielen Dank für die Teilnahme, für das Interesse. In 2 Wochen geht es hier wieder weiter mit Jens. Und auch Ihnen wünsche ich noch eine schöne Restwoche, erfolgreiche Trades, wenn Sie noch handeln. Und aber trotzdem passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Jens, auch dieses Jahr werden wir die Tradition fortfahren und du hast die berühmten letzten Worte. Ja, die sind dann wahrscheinlich Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis in 2 Wochen auf jeden Fall. Habt euch wohl, macht's gut. Tschüss.